Okay, damit habe ich die Ecke hier auch abgefarmt. Auf in einen neuen Bereich bei der nächsten Erkundung. Yay! Also mit Sandwasserfall dahinter ist eigentlich auch alles durch. Habe ich eigentlich alles Interessante mitgenommen soweit. Ah ja, ist ein anderer Zugang. Okay. Fast mit dem Fahrzeug hinfahren. Obwohl ich ein bisschen Angst habe, mit dem Fahrzeug loszuziehen. Das ist immer so eine gefährliche Geschichte. Wie die sich bewegen, ob die irgendwo hängen bleiben, ob man damit gut vorwärts kommt. Ja. Ja. Also einer von uns muss die Probefahrt machen. Ja. Schlussendlich, ja. Ja, mache ich beim nächsten Mal. Kommt nicht an. Da kommt ich auch nicht an. Schade. Was ist denn mit dir los, du dumme Mücke, ey? Such dir doch mal eine andere Ecke. Wohnung, du kannst doch echt mal woanders hin. Direkt vor meiner Nase, du kleine Mistmade. Du willst sterben, oder? Ganz ehrlich, ey. Du und deine Mücke. Ey, die macht's mir echt leicht. Versuche echt schlicht zu bleiben. Ah, hier. Okay, so. Let's see. Sieht der Push jetzt gerade aus? Jetzt sieht der Push richtig krass aus, Alter. Der Luftdruck ist bei 2639 pro Sekunde. Und Wärme bei 4588,5. Was? Es sieht so aus, als wäre das wirklich ein dauerhafter. Ich bin da halt nicht sicher, aber das ist auf jeden Fall krass. Also die Raketen, die machen da auf jeden Fall erstmal einen ordentlichen Push. Heftig, heftig. So, da sind wir wieder. Iridium habe ich mitgebracht, ist schon wieder so gut wie voll. Alter, wir brauchen schon wieder mehr Schreck. Ja, Iridium habe ich auch gerade ein bisschen gesammelt, weil das war unweit der Base. Bin ich da mal eben hin. Genauso wie Uran, weil das da genauso gelandet ist. Habe ich mir gedacht, kann ich mal eben schnell darüber, ne? Also. Ich bin ja momentan hier der Hausmeister und hab mir gedacht, ich kann da hinten ja mal eben den Hof fegen, weißt du? Das kannst du dann auf jeden Fall machen. Hab ich mir so gedacht, so, ja. Bevor wir die Mieter sagen, hier, der Typ, der macht ja nichts und kriegt dafür Geld, hab ich mir gedacht, dann kann ich ja wenigstens einmal ein bisschen den Hof fegen. Nee, finde ich okay von dir. Ja, wenigstens einer. Wenigstens einer. Der Harald hier aus dem ersten Stock, der sagt ja immer, ich bin eine faule Sau, weißt du? Also. Wird schon einen Grund haben. Hallo? Hallo?
Das ist ja völlig ausverschämt, was sie hier sagen. Das geht ja gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Nee, das geht nicht. Nee, ich geh jetzt. Tschüss. Schönen Tag noch. So, ich stehe mir eine ganz tolle Rakete stelle ich hier mal auf unseren Schreibtisch. Endlich mal eine Rakete. Tut doch mal Zeit. Er ist aber schon sehr, sehr fallisch. Die Raketen sind alle sehr fallisch. Ja, man, das ist, also manche sind noch fallischer als andere. Und das ist schon sehr, sehr fallisch. Ich weiß gar nicht, ob das man das so sagen darf. Was ist das? Ich stelle es jetzt hier auch dahin, dann okay. Sind wir mal weg. Okay. Okay, wie geil. Nein, guckt in die falsche Richtung. Kann ich das wieder abbauen? Okay, jetzt steht er da für immer. Nein, okay. Digga. Ja. Komm mal her. Wo ist her? Richtung alte Base. Komm mal zu mir. Ich komm mal. Ey, da sehe ich ja jetzt schon, was da. Alter Finne. Yes. Okay. Ja, Mann. Und guck dir das hier an. Sogar hier schon. Guck dir das an. Die Pfütze. Ist das geil? Kommt. Hier sammelt sich Wasser in diesem fucking Krater einfach. Ja, Mann. Ja, Mann, aber wie hoch das da unten auch schon steht. Die, Wasser, die Base ist ja fast komplett schon unter Wasser. Ja. Gut, dass wir das wussten. Wir hätten uns so geärgert. Neuer Bauplan Blumenverteiler. Ja, Mann. Ey, ich bin hier runter. Ich wollte nur mal gucken, wie der Wasserstand schon ist und stolper über das hier. Es tut mir so leid, dass ich dich deswegen hierher rufen musste, aber ich feiere das hier gerade. Dass sich einfach in diesem scheiß Krater hier das Wasser sammelt. Das ist voll krass. Und wie gesagt, schon alleine, wenn ich da zur Base gucke, finde ich das so heftig. Ja, Mann. Es ist noch heftiger, wenn ich überlege, dass wir das nicht geahnt hätten, beziehungsweise aus einem vorherigen Spielstand schon halb gewusst hätten, dass wir richtig krass abgekackt hätten zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Nichts funktioniert mehr, Strom nicht mehr, alles wäre auf einmal auf Null gewesen und dann fängst du an umzubauen. Da hätten wir gekotzt. Auf jeden Fall. Krass geil. Krass geil. Cool. Okay. Okay, Blumenverteiler. Erstmal atmen. Blumenverteiler. Wolle Rose kaufen. Und dafür brauchen wir Dünger. Bam. Ah ja, okay, siehst du, da schließt sich der Kreis. Okay. Dünger. Der Rest ist eigentlich cool. Ich fahr jetzt mal mit dem Vehikel los. Gleich. Erstmal trinken. Let's go! Dünger. Ich schau mal, was wir für Dünger denn brauchen. Oh, nice. Blumenverteiler. Ich finde Blumen toll. Brauchst du noch eine Aubergine? Ich glaube, die ist wieder fertig. Ja. Lass die mal da drin. Lass sie einfach mal da drin, genau. Nee, aber wenn wir mehr brauchen, ist ja Quatsch, dann kann er schon eine neue backen. Nimm sie mal raus, die Aubergine. Ich sehe gerade, Dünger braucht nämlich zwei Auberginen. Dann müssen wir da quasi noch was von hinsetzen. Ich habe das beim Mix reingepackt gegenüber von Oxygen. Jo. Hab ich jetzt alles? Nee, okay. Von uns essen. Das ist ja, doch mal was. Kürbis? Okay, dann müssen wir zumindest einmal Kürbis weiter wachsen lassen. So, ich fahre jetzt mit dem Vehikel los. Make it so. Okay. Kürbis. Kürbis? Pilz? Okay. Ah, hier liegt Iridium rum. Kürbis.
Salz und Pilz. Auf jeden Fall. Ja, das bringe ich nochmal schnell zurück. Damit will ich jetzt nicht den Platz verschwenden. Nee, macht Sinn. So, bist du ein Pilz. Okay. Schon wieder ein bisschen anstrengend. Kürbis, okay, der muss dann da auch drin bleiben. Pilz, Aubergine, wir brauchen noch einen davon. Ja, pack ich das denn schon wieder hin? Alu, Eisen, Wasser. Okay. Wir können gleich schon wieder neue Schränke bauen. Es ist so heftig, was sich ansammelt, Mann. Oh, da liegt ja noch mehr und da liegt noch Uran. Uhu. Ist ja komisch. Als ob es vom Himmel gefallen wäre. Ganz merkwürdig. Und eines davon ist irgendwie im hier in dem Berg verbuggt. Da kommt man gar nicht ran. Ja, das ist leider echt so ein Ding, ey. Dass du ja teilweise nicht rankommst. Auch unter den Trümmern so. Das ist schon ein bisschen blöd. Ja, gut, gehört dazu. Muss man mit umkönnen. Oh, da hinten leuchtet es ja auch. Oder das gehe ich jetzt auch erstmal holen. Oh mein Gott, was hier alles leuchtet ringsrum. Oh, da ist ja noch mehr. Alter Finne, ey. Kam aber einiges runter. Ja, waren halt auch zwei Raketen, wa? Ordentlich, ey. So, okay. Haben wir hier. Eigentlich müssten wir das echt verdoppeln, glaube ich. Ach, Mano. Dieser Multiplikator ist halt echt krank, ne? Der Multiplikator ist richtig, richtig, richtig krass. Ist halt echt so. Echt so die Nummer, ne? Du ballerst die Raketen hoch und Multiplikator mal 1000. What? Ja, das ist krank. Einfach crazy. So. Jetzt gucken, ist hier unter Wasser noch irgendwas? Ist hier so. Auch eine Rakete? Ja, Tatsache. Unter Wasser liegt ja auch nochmal jede Menge Iridium und Uran. Und ich habe keinen Platz mehr. Okay, muss ich gleich nochmal kommen. Bei der Base oder was? Bei der alten? Bei der alten, ja. Okay. Zwei Alu, zwei Eisen. Fuck. Wir sollten direkt mal ein paar Stäbe herstellen mit dem Iridium. Ja, ich denke auch. Spart Platz und brauchen wir eh. So, warte mal. Jetzt sehe ich die das erste Mal. Alter, wie fett sehen denn diese Generatoren aus? Nicht Generatoren, sondern Kraftwerke, Stufe 2. Ja, die sind cool, ne? Richtig cool. Die sind cool. Da willst du nicht neben schlafen, aber ansonsten sehen die ganz geil aus. Ja, Mann. Ich stelle direkt mal mindestens einen so einen Stab her. Immer stehst du im Weg. Ich stelle mal direkt noch ein Iridiumstab her, aber wir haben da so viel von. Wenn ich sogar nicht noch zwei herstelle. Von der Scheiße braucht man ja scheinbar doch ein bisschen mehr. Jetzt überlege ich, stelle ich davon noch einen hin? Wäre vielleicht gar nicht dumm. Oh, das rennt hier, das läuft, du, das mag ich. Richtig schöner Progress gerade. Ja, Mann.
dann würde ich den hier hinstellen. Haben wir noch einen? Ja. Machen diese Pflanzen dann doch noch mal Sinn irgendwie? Alter, wie viel Uran liegt denn hier? Man eigentlich nicht braucht. Okay, nice. Gut, Strom. 140, alles klar. Okay. Jetzt mal kurz überlegen. Wow. Alter, liegt hier viel Uran rum. Geht rund, sagst du? Geht richtig rund. Schön, freut mich. Allein bei der Base lagen jetzt hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 Uran rum. Ja, muss sich ja auch mal lohnen, die Raketen, wa? Richtig gelohnt, Alter. Ohne Quatsch. Mega gut. Gucken wir, ob ich hier noch was übersehen habe. So. Ultra gelohnt, ey. Okay. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Da wollte ich hin. Dünger. Einmal nach oben. Dünger. Was brauche ich für Dünger? Ja. Algen, Schwefel, 2 Oberschienen. Oberschienen. Hier tauchen zu müssen, ey, wo man hier vor nicht allzu langer Zeit noch ganz normal lang gerannt ist. Algengenerator 2. Oh, es läuft. Okay, ich hab hier alles. Nee, Pringels ist klar. Ja, aber reicht ja auch. Ey, Taschen voll. Okay, Oberschiene. Gut. Heißt Energie. Alt, nee, das war falsch. Das war falsch. Da will ich 3 Stück. Oh Gott. Siebenundzwanzig ist krass. Beim Mix ist auch noch ein bisschen was drin an Uran. Puh. Okay. Was machst du jetzt? Wofür verballerst du das jetzt? Strom. Ah ja, okay. Puh. Das ist echt nötig. Wir brauchen den nächsten großen Kernreaktor. Wir sind zwar noch gut im Plus, aber nicht mehr lange. So ein paar T3-Maschinen und dann ist es halt auch wieder weg, ne? Eben. Da ist der Punkt. Schwarzpulver. Superlegierung. Schwarzpulver war auch noch irgendwo. Aber das Ding, dass da wirklich den Multiplikator hat dich völlig überlesen, ne? Und dass das so am Start ist, das macht es halt nochmal um einiges mehr wert, so eine Raketen loszuschicken. Das ja. Ist ja völlig ja. Crazy, ja. Alter. Auf jeden Fall. Richtig krass. Was mit 200
60 Luftdruck hatten und das jetzt mal 1000, jetzt haben wir 2600 Luftdruck, das ist halt, also das brauchen wir nicht drüber diskutieren, das ist crazy. Das ist absolut krass, ja. Dreimal Wasser. Da gehe ich mir direkt nochmal einen drauf pinkeln. Bis gleich. Jo. Nächster Kernreaktor. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lass das bloß nicht die Grünen wissen, Leute. Jawohl. 472,1 kann man machen. Kann man auf jeden Fall machen. Geht ganz gut los. Okay, jetzt würde ich den Algengenerator bauen. Oh, nee, eigentlich nicht. Eigentlich will ich ja immer noch den Blumenverteiler bauen wollen. Der macht 107 Sauerstoff. Pflanzen 6. Okay, ja. Gut. Also den Blumenverteiler würde ich bauen wollen, damit er da steht. Aber das Teil, Leute, guckt euch das an. 233. Ein Drittel Sauerstoff. Und 15 mal Biomasse. Alter, das Ding können wir eigentlich auslassen. Ich würde es halt wirklich bauen, damit er da ist. Einfach vor die Tür. Warte, Moment. Dünger. Dünger brauchen wir. Einfach vor die Tür. Blümchen vor der Tür finde ich nämlich richtig gut. Dünger. Was bräuchten wir nochmal für Dünger? Das waren die zwei Oberschienen, Schwefel und dreimal Algen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das Ding muss ich auf jeden Fall bauen. Das ist mir sehr wichtig. Aber dafür brauchen wir die Oberschienen. 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 Wir sind ja auch schon wieder fast bei 60% bis Seen. Geht jetzt auch richtig voran durch die Raketen. Ja, Mann. Jetzt rennt das gerade wieder. Das drückt ordentlich. Ja. Sauerstoff müssten wir jetzt gucken, dass wir das wieder ein bisschen pushen, weil das hängt jetzt wieder im Prinzip fast hinterher. Nicht so viel, aber so ein, zwei von den Pflanzenröhren könnte man schon wieder hinstellen. Ja, ja. Aber das ist ja wirklich, wir haben ja so viele Pflanzen, also ne, da muss halt nur der Strom hinterherkommen, aber da können wir auf jeden Fall easy nachpushen. Richtig. Und ja, und Biomasse habe ich gerade. What? Ist der. Ist. Was? Okay. Der ist wohl an mir vorbeigegangen. Was? Ja. Gar nicht mitgeschnitten. Biodom Stufe 2. Ui. Wir jetzt müssen echt gucken, ob wir oben das Biolabor oder den Biodom nochmal umsetzen, ne? Weil der sitzt nicht ganz am Rand. Der ist nicht. Also mein innerer Monk schreit laut. Naja. Naja. Der sitzt nicht ganz am Rand, deswegen ist ja da hinten auch die Aussparung, wo die Leiter ist, ne? Ich meine das, was ich gebaut habe, ne? Also ja, der, ja, das Biolabor meinst du? Labor, ne? Es ist Labor, ja genau. Der kann auf jeden Fall noch eins zur Seite, weil dann kann man vielleicht direkt daneben dann noch das andere setzen. Sag mal, lass es mal direkt machen. Das gar nicht lang rumschnacken, einfach machen. Ich reiß das ab. Ja, mach mal, mach mal. Auf jeden Fall habe ich gerade eben schon dem Publikum erzählt, dass ich dem den Blumenverteiler jetzt zwar bauen will, aber auch nur, damit er einmal da steht.
Ja, ja, naja, na klar. Erstmal gucken. Damit er einmal da steht, weil dann gibt's Blümchen. So, weil wir können den Algengenerator 2 bauen und der macht ein deutliches Plus im Vergleich zu dem anderen Ding. Okay, ich habe umgesetzt. Also man müsste jetzt theoretisch, wir hätten oben wieder Platz für noch was anderes. Das sollte passen. Naja. Guck mal, der Blumenverteiler, der erzeugt Sauerstoff 107 und ein Drittel. Ja. Und macht Biomasse 6,13. Und der Algengenerator 2, der macht 233 ein Drittel Sauerstoff. Ui. Und Biomasse 15 ein Drittel. Ordentlich, Alter. Das ist eine starke Steigerung, ja. Deswegen, wie gesagt, ich würde den Blumenverteiler einmal bauen wollen, damit er da ist, weil ich finde Blümchen vor der Tür nice. Aber dann ist halt auch wieder so ein Ressourcending, ne? Na klar macht das andere viel mehr, aber von den Ressourcen ist das wahrscheinlich einfacher zu kriegen für den Blumenverteiler, würde ich jetzt mal so pauschal sagen. Ja, der Blumenverteiler braucht Wasser, Superlegierung. Auch Superlegierung, okay. Gut. Magnesium und Dünger und das andere Gerät braucht einfach nur mehr Superlegierungen und mehr Bio-Kunststoffklumpen. Okay, sonst ähnlich. Aber naja, Superlegierungen sind wir halt auch wieder an einem Punkt, ne? Wir kommen immer wieder zurück auf Uran. Ja. Geht weiter Richtung Raketen. Ja. So, ich mache jetzt mal den Ausflug mit unserem Vehikel. Let's Vehikel! Er hat aber auch so seine Problemchen mit den Dünen hier, ey. Okay. Ich glaube fast, dass man echt alles in allem, gerade wenn man hier irgendwie so Dünen rauf und runter muss, echt immer noch schneller ist mit dem Jetpack. Aber so hat man wenigstens noch ein bisschen mehr Stauraum dabei. Genau, genau. Das ist die Nummer. Und hier in der Wüste füllen sich auch schon die ersten Löcher mit Wasser. Okay, 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 okay. Haha. Au, au, au. Lass mal die Pflanzen noch einen kleinen Moment wachsen. Ja, gleich soweit. So. Biodom 2, Alter. Oh Gott. Oh, ich hab so Bock. Na, wie gesagt, fangen wir erstmal mit dem Teil an. Dreimal Wasser, Super, Magno und Dünger. Aua. Oh, Vehikel reiß ich zusammen. Ein bisschen untermotorisiert noch. So. Und da ist die Nummer mit dem Dünger. Ich kann jetzt nicht echt nochmal oben gucken. Kann man ja gar nichts machen. Le Dünger. Le Dünger, drei Algen, Schwefel, zwei Auberginen. Ich sage, dass ich hier nicht rein kann. Warum stehst du denn hier? Nur damit du schön irgendwo am Rand stehst und man dich angucken kann, das macht ja gar keinen Sinn. Ist doch doof. Unspektakulär. Das bringt mir ja auch nichts. Gut, die Erkundung war schon mal für'n Ass.
Für ein S? Für ein S. Oh, oh. Oh. Rutsch, runtergefallen. Hier ist noch Eisblockade, da kommen wir schon mal nicht lang. Oh, hier sollte ich auch nicht weiter mit dem Vehikel, glaube ich. Bin mir unsicher. Oh, nerv. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ich habe gefunden Pulsarquarz. Nice. Pulsarquarz, was auch immer das ist. Dafür habe sogar ich das Achievement bekommen. Nice. Gern geschehen. Oh, hier hinten geht's dann noch weiter. Alter, wo bin ich denn hier schon wieder? Schon wieder ein komplett neuer Bereich. Oh, ich will ja die Aubergine. Ach nee, ist gar kein neuer Bereich. Ist einfach nur ein anderer Ausgang. Okay, gut. Scheiß. Wachs doch! Wachs doch! Es regnet ja schon wieder. Wie krass. Jetzt, hier ist ein Magnetarquarz. Hatten wir das schon? War das das, was du mal mitgebracht hast? Ja, ja, ja. Ja, ist auch noch mit dabei. Es regnet, die Erde wird wet. Okay, das sieht weird aus. Oh, endlich mal ein Auberginensamen. Huhu. Alter. Ich hab so langsam das Gefühl. Ich hab so langsam das Gefühl. Das Wasser kommt uns bedrohlich nah, aber nee, ich glaube. Wird schon passen. Ich wüsste halt auch nicht, wohin sonst. Also von allem, was wir bisher entdeckt haben, ist es, glaube ich, mit der höchste Punkt, wenn nicht sogar der höchste Punkt. Also unsere Base ist übrigens, also unsere erste Base ist übrigens komplett unter Wasser jetzt. Ist soweit, ja? Ja, okay, komplett. Alles richtig gemacht. Also wenn ich in der oberen Etage keine Fenster eingebaut hätte, würde ich sie nicht mehr sehen. Krass. Abgefahren. Völlig, völlig abgefahren. Oh, da ist ja noch so eine Höhle. Völlig krass. Völlig geil. Oh, hier ist noch eine Höhle mit dem Magnetar-Pulsar-Quarz. Sowohl als auch. Brauchen wir noch nicht, endlich. Aber werden wir brauchen. So, und da ich einen Kopf habe wie ein Sieb, muss ich erstmal wieder nachgucken gehen. Ich muss beim nächsten Mal echt mehr Oxygen mitnehmen. Okay. Für Erkundungen reichen selbst 4 nicht mehr. So.
So, und ich habe ja gesagt, ich will gerne Blümchen vor der Tür haben. Deswegen kommt Karl-Heinz hier hin. Flowers on Hostile Planet. Yes, sir. Energie passt. Gut. Dann brauchen wir jetzt nämlich die Apparate hier. Da wird's spannend. Da wird's spannend. Dünger brauchen wir. Dünger brauchen wir jede Menge. Bio-Kunststoff-Klumpen. Sandsturm. Ist denn schon wieder am Hageln, Alter? Bei mir ist jetzt gerade Sandsturm hier mitten in der Wüste. Ich muss nochmal hoch. Ich werde es mir nie merken können. Tut mir sehr leid. Ah ja. Die zwei Oberschienen. Das war schon wieder. Ich glaube, wir brauchen eine Oberschienenzucht. Eine größere. Ei, da bin ich fast verdurstet. Mir auch länger nicht passiert. Ja, das kenne ich. Völlig unnötig. Seht euch das an. Und das war hier alles mal trockene Ebene. Krass. Schon echt abgefahren, wie sich das alles verändert. Ganz, ganz, ganz krass. Das war hier trockene Ebene. Hier sind wir lang gerannt. Und jetzt tauche ich hier durch. Das ist echt lustig, ne? Völlig geil. Völlig geil. Ich finde das so gut. So. Muss langsam den Rückweg antreten. Aber ich glaube, ich habe hier auch alles abgefarmt in der Schlucht. Also jede Menge von diesen neuen Quarzdingern von den beiden Varianten bringe ich mit. Sehr gut. Wo willst du denn hier lang? Oh nein, ich kann ja nicht mehr erkunden, aber ich will, aber ich muss, aber ich... Ah! Alter, hier ist Grün. Oh, hier ist Uran. Oh, okay, hier muss ich da... Okay, merken. Hier ist eine Uranhöhle. Und ich habe keinen Platz mehr, beziehungsweise keinen Sauerstoff. Irgendwie aber alles davon. Keinen Platz und keinen Sauerstoff. Okay, ich bin auf meinem letzten... Pipe aus dem letzten Loch. Gerade hier die letzte Sauerstoffflasche verballert. Hier muss ich nochmal her. Da ist eine Uranhöhle, Junge. Eine Uranhöhle? Ja, Mann. Okay. Kommst rein und dann schimmert es auch direkt so richtig krass grün. Okay. Merken, ey. Ja, da sind wir wieder, ne? Ressourcen für ein Beacon bei haben. Ja, aber im Großen und Ganzen weiß ich's. Du musst einfach nur hier in der Wüste bis zum Ende und dann ist dann irgendwie eine Schlucht und Schnickschnack, krieg ich schon hin. Ach. Okay. Algen. Yeah.
halt gleich so. Erstmal die Kisten erweitern müssen. Das schon wieder. Hier eine Treppe runter. Funktioniert die? Wieder. So, Pinkelpause. Ist hier nämlich. Und ich habe hier 400 dann nochmal mitgebracht. Oh, nice, Alter. Okay. Und noch einmal Bohnensamen, wie gewünscht, bestellt. Oh ja, Bohnensamen. Bohnensamen brauchen wir. Jetzt brauche ich auf jeden Fall erstmal die Oberschienen. Alter, wir brauchen noch mehr von diesen verdammten Nahrungsdingern. Oh Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass wir am Ende doch viel mehr von dieser Scheiße brauchen, ey. Ja, wie es tatsächlich immer ist, ne? Dann ja, ja, ja. Am Ende müssen wir scheinbar doch irgendwie alles züchten, was es gibt. Ja, Standard, Digga, Standard. So ein Dreck, ey. That's the game. So sieht es halt immer aus. So, ich baller jetzt noch ein paar Schränke hin. Fertig. Genau. Muss man noch ein bisschen auslagern. Schrank wir haben ja extra los. Unsere Base so schön groß gebaut, dass wir da ja echt keine Problematiken haben. Richtig. Das ist sehr richtig. Meine ich doch wohl. Zeolit hast du aber immer noch nicht gefunden, wa? Nee. Hört ja sein können. Meinst du, es macht Sinn, schon einen Algenschrank zu bauen? Ja, ne? Ja, doch. Ja, schon genug da, ich glaube auch. Ich glaube, der macht Sinn. Ja, alleine wie viele hier schon drin sind im Schrank, sieht so aus, als würde es Sinn machen. Warte mal, jetzt. Da muss ich doch nochmal nachsehen. Algen. Schwefelschrank ist schon voll. Machen wir noch einen zweiten, weil ich nicht weiß. Stuttiger. Ey, machst du jetzt den Rezo oder was? Weiß ich nicht, Digga. Und das ist ja nicht mal von Rezo kommt, ne? Das kommt von diesem Meme von dem einen Typen. Ich weiß keine Ahnung, wer das ist. So. Aber den sieht man halt auch in allen möglichen. Memes. Ja. Aber das ist trotzdem so auch so ein originaler Rezo, Alter. Weiß ich nicht. Ja, da haben sich einige abgekockt. Siliziumstoff, Superlegierung. Weiß ich nicht. Genau so nämlich. Stoff und Superlegierung. So, wie heißt der Shit? Ich mache hier auf jeden Fall nochmal einen für Magnetarquarz auf. So. Jetzt will ich es nochmal wissen. Okay. Das Ding ist voll, aber das ist ja nicht schlimm. 30. Das sieht komisch aus, aber muss so. So. Ein! Okay. Alter! Okay. Das ist ordentlich. Das ist sehr ordentlich. Dolan,
Ja? Geh mal an den Kofferraum. Geh mal an den Kofferraum. Ja? Was denn? Fällt dir nichts auf? Ist da noch eine Kiste oben drauf oder was? Nee, was haben wir auf? Ja, öffne den Kofferraum. Ja, was ist da? Ja, das ist doch viel größer. Das ist doch viel mehr Platz. Ach, jetzt? Ah, doch, ja, auf jeden, Digga. Ja! Ja, okay, muss aber echt sagen, nicht geschnallt. Aber um einiges größer. Eig mal gebaut jetzt. Es sind jetzt 48 Slots. Okay, jetzt lohnt sich das auf jeden Fall richtig mit dem Ding unterwegs zu sein. Also das ist dann schon krass. Gerade wenn ich überlege, wie häufig ich vorhin hin und her geschwebt bin, um die Sachen vor und zurückzubringen, ist das schon hart. Sehr cool. Jetzt lohnt sich die Karre. Aber richtig. Jetzt lohnst du dich wirklich. Da kannst du richtig was mitnehmen. Also wenn man jetzt zu zweit denn losfährt, also zwei Inventare plus diesen Kofferraum und es regnet schon wieder, dann ist krass. Kannst du richtig leer machen, alles. Voll gut. Und 80. Ach man, komm, wär doch mal fertig jetzt. Ich muss hier echt noch einen zweiten Schrank für Pflanzen jetzt machen, so viele wie wir haben. Ich mach hier jetzt auch noch einen Pflanzenschrank. Das ist zu krass. Ja. Ja, da müssten wir auch noch mal ein bisschen was bauen, auf jeden Fall. Für den Sauerstoff. Weil wir haben so geile Pflanzen, die das so richtig pushen könnten, aber wir brauchen halt echt dann auch den entsprechenden Strom dafür. Genau, ja. Du sagst es. Also hier ist jetzt der zweite Pflanzenschrank, ja? Jo. Werde ich trotzdem nicht finden. Es sind zu viele Schränke, Aber trotzdem ist das schon verhältnismäßig gut organisiert. Ich habe jetzt auch keinen Bock, alles nochmal rumzuräumen, dass alles mega nah beieinander ist, was zusammengehört. Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel gerade. Ja, klar, hast ja recht. Und man findet es ja. Dann guckt man halt einmal länger, geht schon. Die eine Oberschiene muss fertig werden. Die eine muss fertig werden. Komm. Oh Mann. Ey, wir haben 15 Pflanzen, die 400% Sauerstoff-Multiplikator machen. Ja. 15. Ja. Also, easy. Oh, ich sterbe. Wasser. Ich bin in der Base gestorben. Wie schnell ging denn das jetzt? Keine Mistmarder, Alter. Gib mir doch mal eine kleine Vorwarnung. Ach, da muss was rein. Ach so. Musste hier auch was rein? Nee. Okay. Jetzt mach was hier. Komm, ich will Blumen. So, ich gehe original noch mal ein bisschen Blumen. Kobalt farmen, um noch mal ein bisschen Sauerstoff herzustellen. Ja, macht Sinn. Ja, weil wir haben wirklich nur noch ein Drittel in dem Schrank. Und das verbrauchen wir halt immer noch wie dumm. Gerade wenn man auf Erkundung ist, geht das halt richtig weg. Wir
sie hier bald fertig oder was? Ja, die sind alle durch. Ja, ich warte nur auf dich. Mein Gott, ja, das ist ja furchtbar. Furchtbar ist das. Manu! Scheiß. Oh, nice. Oh, nice. Alter, wie geil. Hallo. Was denn, was denn, was denn, was denn? Die Blümchen wachsen. Die Blümchen. Ja, da gucke ich mir auch gleich nochmal an die Blümchen. Oh, wie cool. Oh, wie cool. Also, wie gesagt, die Dinger würde ich für einen Progress nicht bauen. Nur für die Optik. Und das ist schön. Naja, wenn es dafür schon lohnt, ist ja schon viel erreicht. Oh, hier liegt Uran. Was liegt denn hier Uran? Ja, herrlich. Komm. Mann, hätte ich das vorher gewusst, dass ich da Pflanzensamen reintun muss, dann ja, wäre das noch viel früher passiert. Schön. Oh, das ist schön. Ich wollte Blümchen vor der Tür und ich habe Blümchen vor der Tür. Wunderbar. Da sieht man mal. Der Heiko ist, mit dem grünen Daumen, du. Ist das schön. Nennt mich Knorko Seramis. Okay. Ich werde das jetzt tun, für immer. Knorko Seramis. Hast du morgen wieder vergessen? Nein, aus Protest jetzt schon alleine nicht mehr. Das hättest du nicht sagen dürfen. Alter, schön. Echt schön. Nicht gut. Also, wenn man jetzt hier dicht an dicht diese Bloomspreader hinstellen würde, mit allen verschiedenen Pflanzen, die wir schon gefunden haben, dann wäre das eine richtig, richtig nice Blumenwiese, glaube ich. Kommt richtig gut. Gefällt mir. Auch wenn die so ein bisschen aussehen, als würden sie dich angreifen wollen, wenn du reinkommst, aber... Die Pflanzen? Ja. Was sind denn das für Pflanzen? Ja, ich hab mal Day of Tentacle gespielt, also von daher. Okay, aber dass du die auch alle direkt immer vor die Base stellen musst. Das eine Gerät spritzt uns schon immer rein ins in die Unterkunft. Das nächste, was hier... Nee, ich hab doch gesagt, Meter weiter weg. Ich will Blumen vor der Tür. Ja, aber so ein Meter weiter weg geht auch. Das muss hier nicht so da nah dran stehen. Das geht auch ein bisschen weiter weg. Das hat doch voll den Umkreis. Dann spritzt hier alle drei in die Hütte. Das ist ja offensichtlich wasserdurchlässig. Ja, aber dafür wächst hier drin nichts, ne? Nee, aber nervt. Und das rostet halt auch. Naja. Dafür gibt es Antirost. Den haben wir noch nicht erforscht. Nee, das müssen wir bestellen. Was hier über Weltraumexpress oder was? Ja. Haben die irgendwie Bänder von Futurama an oder was? Ja, logisch. Verstehe die Frage nicht. Würde ich aber schon wieder gut finden. Können wir echt machen.